Eigentlich hatten die Lilien gehofft, mit dem Sieg aus Hamburg im Rücken gegen Duisburg endlich mal wieder einen Heimsieg feiern zu können. Doch irgendwie sollte es nicht sein und so sitzen die Darmstädter weiterhin auf dem ungeliebten Relegationsplatz fest. Wie war denn so die Stimmung in der Woche nach dem Sieg in St. Pauli, jetzt die unglückliche Niederlage durch das Tor kurz vor Schluss gegen Duisburg? Wie hat die Mannschaft das denn empfunden? War das ein Rückschlag oder war das so, wie Sie ja auch gesagt haben, wir werden auch Misserfolge haben, aber dass es jetzt so früh kam, war ja irgendwie ein bisschen doof. Ja, doof, definitiv. Doof auch von uns irgendwo. Da muss man auch selber fairerweise eingestehen, dass wir das Spiel nicht hätten verlieren brauchen. Die Stimmung war natürlich in der ersten Trainingseinheit nach diesem Spiel etwas gedämpft. Das ist ganz normal, weil wir uns sehr viel vorgenommen hatten und weil wir dieses Spiel auch gewinnen wollten und weil wir auch in vielen Belangen dieses Spiels unsere Leistungen abgerufen haben und im Endeffekt mit leeren Händen da standen, wo wir uns das Leben selber schwer gemacht haben. Am Freitag gibt es nun die nächste Chance, sich nach oben zu kämpfen. Beim Gegner aus Bochum kriselt es gleich an mehreren Fronten. Eigentlich wollte der VfL in dieser Saison um den Aufstieg kämpfen. Nun kämpfen sie mit nur einem Punkt mehr als die Darmstädter, eher gegen den Abstieg. Ich rechne, dass Bochum offensiv spielen wird, dass sie unbedingt den Bock umstoßen wollen. Wir müssen vorbereitet sein auf eine technisch starke Mannschaft, die personell sehr viele Möglichkeiten hat in der Aufstellung der ersten Elf, wo sie da sehr viele Spieler auch haben, die im Kader sehr gutes Zweitliganiveau haben, sodass es uns sehr schwer fällt, jetzt auch die Mannschaft auf eine Elf vorzubereiten, sondern da müssen wir auch ein bisschen flexibel sein. Darüber hinaus sind sie vielleicht sehr flexibel auch mit ihren Spielsystemen, was sie auch in den 90 Minuten öfters mal geändert haben, sodass da auf uns schon eine große Herausforderung wartet.